here sooner rather than later. I have a bad feeling about this place. Ich soll mal eine Runde laufen, haben sie gesagt, damit ich abnehme. Was? Und tschüss. Und trotzdem hau ich euch immer noch eins vor die Backen. Warte mal. Sind wir da nicht im letzten Mal gescheitert hier in der Sektor 2? Wow. Nein, verdammt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, nochmal. Gleich geht's los. Zuerst die drei hier nochmal. Bam. Voll eins in die Fresse. So, ausweichen. Gang. Okay. Zack. Und jump. Ey, sag mal, bin ich jetzt bescheuert oder was? Bin ich jetzt bescheuert? Ich hab doch das schon mal irgendwie hinter mich gebracht. Und zack, bam, bam. So, akkurat durchgesetzt. Aber jetzt müssen wir nur noch... Aber ganz ehrlich, wir haben jetzt schon zwei Leben verloren. Ich versuch's mal auf die Art und Weise. Jawohl, wow. Okay, es darf weitergehen. Und an diesem Mittwoch heiße ich euch herzlich willkommen zur leider letzten Folge von Infinity Runner. Moment. Zack. Es geht einfach zu wenig. Ich war jetzt eine Stunde lang im Multiplayer, aber hab sogar eine Lobby eröffnet, aber irgendwie such keiner nach Spielen. Ich weiß nicht, ich hätte gerne mal einen Multiplayer. Ich meine, können wir immer noch machen. Also wenn jemand einen Wunsch verspürt, bin ich gerne dabei. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Geht da zu wenig. Und immer nur hier durchrennen. Ich weiß nicht. Also zu wenig Abwechslung irgendwie. Aber, es kommt ja demnächst auch. Scheiße. Das. Achso, Urlaubs-Let's Play endlich. Na, über einem Monat. Wo wir wieder da sind, hier im Lande, und da könnt ihr euch mal drauf freuen. So, das Collectible nehme ich natürlich noch mit. Auch wenn es die letzte Folge ist, das Collectible darf man natürlich immer mitnehmen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier noch voll durchkomme. Jawohl, ich habe ein Leben dazu bekommen. Ich glaube, auch 250 von diesen Kärtchen bekommt man tatsächlich ein Leben dazu. Oder ist es gerade... Okay, da habe ich mir ein bisschen grüne Grütze eingesammelt, aber macht nichts. Wofür hat man denn ein Personal Shield? So, langsam, aber sicher hoffe ich, dass ich mich dem Ende näher, denn ich würde gerne noch... Ach du Scheiße, das ist ja der Park, wo das Licht ausfällt. War, glaube ich, schon in Sektor 1 so. Okay, einfach mal durchlatschen. Da lief gerade so eine komische Gestalt rum, aber... Die hat sich nicht weiter für uns interessiert. Oh, shit. Okay, die Lichteffekte sahen gerade gut aus. Also, einige Sachen macht Infinity Runner scheinbar richtig. Aber, okay, ich dachte gerade, ich bin jetzt erledigt. Gut, Level Selection. Denn wir wollen nicht in den nächsten Sektor, sondern wir wollen noch ins Biodome. Und da hätte ich gesagt, machen wir... Ach nee, muss ich auch erst wieder Sektor 1 spielen, bevor ich in Sektor 2 rein kann. Na gut. Eigentlich hatte ich gedacht, tatsächlich hier noch so Schwierigkeitsgrad hoch und runter. You Multiplayer. Lucky son of a... I don't know how you keep surviving everything being thrown at you. Most people have died ages ago. But I suppose you're not just anyone, are you? Welcome to the Biodomes, by the way. Come on, get moving. Dankeschön für dieses herzliche Willkommen. Nein, auf jeden Fall, ich dachte auch so, hier so... Nein, das war jetzt eigentlich gerade nicht so mein Plan. Welcome to the Biodomes, by the way. Come on, get moving. Ja, ich lauf doch schon. Einen alten Mann darf man nicht stressen. So. Nee, auf jeden Fall, ich dachte hier so zwischendurch immer so, auch mal Multiplayer. Aber da geht einfach nichts. Und das ist das, was mich ein bisschen, Also,
erstaunt. Und wieso hört es sich so an, wie wenn ich durch Wasser laufen würde, obwohl ich hier eigentlich auf Platten laufe? Steinplatten oder was das hier sind? Okay, that's a little bit strange. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch auch nicht anhören. Okay, ich hätte nicht springen sollen, ich hätte sliden sollen. Jetzt sind wir auch wieder ein Stückchen intelligenter. Achtung, und runter mit dem Kopf. Ja, gut, aber so bleibt ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge. Unter anderem, wie gesagt, das After-Urlaubs-Let's Play jetzt mit Eindrücken aus dem Urlaub. Und ich denke, darauf freut sich der andere auch schon. Nein, ja, ich weiß. Versag. Ich gehe mal rechts rum, mal gucken, ob das jetzt einen Unterschied macht. Achso, ne, Mist, das sind ja die Idioten schon wieder. Ne, dann muss ich jetzt gleich wieder rechts rumlatschen. Okay, einmal so. Und jetzt da vorne rechts. Mal gucken, ob ich aufs gleiche Szenario treffe. Und ja, tue ich. Auch wieder so ein Penner, der uns nicht gesehen hat. Ah, ne. War anders, oder? Ah, ne, oder war das erst nach dem Checkpoint hier? Ah, es gibt sowieso alles immer. Oh, Moment. Jawohl, und wir sind gescheitert. Ja, machen wir mal einen schönen Restart hinlegen. Wir haben ja heute jetzt ein bisschen Zeit. You lucky son of a... I don't know how you keep surviving everything being thrown at you. Most people have died ages ago. But I suppose you're not just anyone, are you? Wollte die gerade sowas sagen wie... Welcome to the biodomes, by the way. Come on, get moving. Ja, nein, aber das meine ich nicht. Wollte die gerade sagen, you are lucky... Ich hab mit Druck gesprungen. Bah. Wollte die gerade... Welcome to the biodomes, by the way. Ja, pff, Ruhe. Get moving. Wollte die gerade sagen, lucky son of a bitch oder sowas? Das hat sich, Jetzt springe ich tatsächlich zu früh ab und verreck andauernd an den ersten Elektrozäulen. Also das kann ja jetzt gerade nicht wirklich mein Ernst sein. Also zack. Und hier schwirrt die ganze Zeit so eine komische Mucke um mich rum. Die geht mir ebenfalls auf die Nerven. So, Checkpoint. So, jetzt mal das Ganze noch mal ein bisschen länger durchhalten, wie gerade eben. Bleib unten mit deinem Kopf. Sonst wird das verheerend. Ich habe nämlich nur noch ein Leben übrig. Das heißt, beim zweiten Mal sterben ist Ermulgerwambe. So, Achtung. Und wieder. Ach komm, gehen wir gleich nach links und jump. Ja, das war knapp, aber es hat doch funktioniert. Da ist er. Genau, aus einer Blase kam der raus. Kann das sein? Okay, das ist natürlich auch, wie man aus einer Blase rauskommt, direkt überrascht werden und gleich eins in die Fresse zu kriegen. Checkpoint. So, das da vorne wird auf jeden Fall zum Sliden. Und dann, jawohl, aber wieder zu spät gesprungen. Ja, lieber Davis. Man sollte die Plattform auch erwischen, ne? Haben die jetzt... Yay! War jetzt gerade eben... Der Slide-Punkt war, glaube ich, gerade weg. Dafür ist er hier wieder. Soll mir aber auch recht sein. Was mir auf jeden Fall gefällt, ist die musikalische Untermalung. Was zum Geier geht da ab? Wow! Das war doch irgendwas Großes, Dickes, oder? So, Checkpoint. Was zum... Okay, wir versuchen es jetzt nochmal von vorne. Sag doch, lucky son of a bitch. Welcome to the biodomes, by the way. Ja. Get moving. Zum dritten Mal und mal gucken, wie weit das wir dieses Mal kommen. Wenn wir. Welcome to the biodomes, by the way. Come on, get moving.
Also ich bin ja jetzt gerade eben nicht unbedingt gerade spät ab, früh abgesprungen. Und zack. Ey, Alter. Ich bin ganz links und spring spät genug ab. Hä? Okay, nochmal der Versuch, noch etwas später. Jetzt! Boah. Also, das nenne ich jetzt mal definitiv kleinkariert. So, wieder mal 2 Leben verbraucht und das direkt am Anfang. Und ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum das es sich so anhört, wie wenn ich in einem Flüsschen sprinten würde. Das hier sind Betonplatten oder sowas. Oder? Also das sieht doch zumindest mal aus. Nun gut, ich fürchte, wir bringen das ja zu keinem besonders positiven Ende. Kann das sein? Okay, ab nach links und jump. Jawohl, das hat funktioniert. Merkwürdigerweise, dieses Mal gehen wir nach links. Vielleicht stirbt sie es dann früher. Zack, zack, zack. Oh, tschüss. Habe Ehre. Ah. Ich will doch das. Komm schon. Also wenigstens Sektion 1 vom Biodome. You lucky son of a. I don't know how you keep surviving everything being thrown at you. Most people have died ages ago. But I suppose you're not just anyone, are you? Also dass sie das Wörtchen lucky verwendet. Welcome to the Biodomes, by the way. Come on. Get moving. Jawohl, mach ich ja schon. Aber, jetzt mal Butter bei... Wo muss ich denn abspringen? Ganz vorne oder am Rand oder was? Also, dass sie immerhin das Wörtchen Lucky Son of a Bitch verwendet. Betrachte ich es jetzt mal einfach mal als Kompliment. Zumindest mal bin ich geneigt dazu. Catcher nicht vergessen. Es gibt ja gar nicht so viel Karten, ne? Das heißt, im Endeffekt, ein Bonusleben ist hier, glaube ich, schwierig einzuheimen. Kann das sein? Umso schlimmer ist es, wenn man hier stirbt. Okay, immerhin bin ich jetzt am Anfang nur einmal gestorben. Ja. Warum geht er eigentlich immer aus seiner Pfötchen runter? Er ist doch gut gelandet. Weich, plüschig. Und außerdem hat er doch hier doch einen Körper, worauf er, ne? Es ist doch nicht euer Ernst. Warum bin ich denn? Ich dachte, es gab... Okay, ich bin, glaube ich, jetzt gerade mit der letzten Folge etwas verwirrt. Ich dachte, da gab es später nochmal einen Speicherpunkt, aber okay, nein, gab es nicht. So, letzter Versuch. Meine Lie... Okay. Da muss ich ehrlich nochmal versuchen. Also, ich weiß ja nicht. You lucky son of a... I don't know how you keep surviving everything being thrown at you. Most people have died ages ago. But I suppose you're not just anyone, are you? Engage! Welcome to the Biodomes, by the way. Come on, get moving. Ja, spar dir dein Willkommen. Ey, komm schon, bitte. Ich hätte am Anfang nicht sagen sollen, dass es die letzte Folge ist. Das Spiel mag mich jetzt nicht mehr, glaube ich. Eieiei. So. Jump. Ich hätte, glaube ich, viel mich nicht am Anfang sagen sollen. Ich glaube, das Spiel sagt sich jetzt so, den lasse ich jetzt nicht mehr raus. Ach Mist. Oh, wow, das hat auch funktioniert. Ah ja, okay. Das sind Rodestrahlen. Die ziehen also nicht komplett alle Energie ab. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass es die roten Strahlen gibt. Gut zu wissen, dass ich gleich sterben werde. Oder auch nicht. Und rechts herum. Dann kommt gleich wieder der Lurch, der gleich eins jetzt auf den Sack kriegt. Boom. Ah,
Komm schon. So, jetzt kommen aber, jetzt kommen gleich nochmal die zwei, ne? Yep. Und da drin da. So, zack. So, die Karten sind mir jetzt mal scheißegal. So, rechts rum. Jetzt kommt der Typ, der gleich eins auf die Mütze bekommt. Zack, zack, zack. Eigentlich easy, man muss hier nur die Levels einprägen. Ich weiß noch nicht, warum das ist. Jetzt ist das Set hier wieder weg, ne? Also das Spiel sieht, der Darwish, der kann es einfach nicht, der kriegt es einfach nicht hin. Wir machen jetzt alle Felder weg. Fände ich im Übrigen eigentlich so gesehen klasse. Aha, also etwas früher abspringen darf man darf nur nicht zu spät. Mhm. Das ganze Punkt genommen muss es dann doch nicht sein. Und runter mit dem Kopf. So, kommen wir noch ins Ziel? Ich weiß es nicht, wir werden es gleich sehen, fürchte ich. Und rülpst einer, dass sich die Balken biegen. Ich meine, der Boden verbiegt. So, kommen wir noch ins Ziel? Kommen wir noch ins Ziel? Ich weiß es nicht. Okay, hier auf jeden Fall. Runter, runter! Okay, nee, hier höre ich auf. An der Stelle höre ich auf. Weil solche Momente sind mir dann doch etwas zu übertrieben. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr hier zugeschaut habt und beginne mit einem anderen Let's Play. Ich würde ja beispielsweise gerne Pineview Drive Let's Playen. Da bin ich mal noch gespannt drauf, da warte ich noch auf eine Antwort. Und ja, lasst doch mal Kommentare da zum Urlaubs-Let's Play. After Urlaubs-Let's Play, wohlgemerkt. Das würde mich interessieren. Und ja, dann habt noch einen schönen Tag. Es ist Mittwoch, Mitte der Woche. Es ist bald wieder Wochenende.